was bisher geschah. Muss ich mich erstmal um den Nächsten in der Liga kümmern. Eugen von CCG. Schon wieder verloren. Endlich habe ich die Oberhand. Jetzt werde ich mich um Rainy Brain kümmern. Willst du mich auch töten? Du tötest Eugen und keulst dir Yu-Gi-Oh! Das ist der Deal. Töte oder du wirst getötet. Hey Schattenspieler, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Das Schicksal? Ich schreibe meine Geschichte selber. Ich glaube, der Held des Schicksals wird deine Mordserie ein Ende bereiten. Ich fordere dich hier und jetzt heraus. Träum weiter, du wirst mein nächstes Opfer. Duell! Ich bin Han. Ich beschwöre mit meiner Fusionskarte den mächtigen Schicksalsenddrachen. Und eine Karte verdeckt. Zeig mal, was das Schicksal für dich bereithält. Das zeige ich dir gerne. Ich beschwöre Cybertal in Angriffsmodus. Und aktiviere meine Zauberkarte Maschinenduplizierung. Jetzt darf ich zwei weitere aus meinem Deck spezial beschwören. Ich aktiviere Dimensionskapsel. Nun darf ich durch den Effekt von Cybertal zwei neue Karten ziehen. Ich aktiviere Kraftbündnis und rufe meine mächtigen Amoklaufdrachen. Durch Amoklaufdrache darf ich deine verdeckte Karte zerstören. Jetzt benutze ich den zweiten Effekt von Amoklaufdrache. Los, Amoklaufdrache! Beende das Duell! Attacke! Das war noch nicht alles. Es ist Zeit für einen Maskenwechsel. Hä? Du hast immer noch die gleiche auf. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Du fängst an. Meinst du, du gewinnst nur, weil du mich anfangen lässt? Ich beschwöre Cybercore und nutze seinen Effekt. Du bist dran. Das ist ja nicht viel. Ich beschwöre meinen Helden und nutze seinen Effekt, um Shadowmill bis auf den Friedhof zu legen. Damit suche ich mir einen weiteren Schicksalshelden auf die Hand. Jetzt rufe ich mit meiner Fusionskarte meinen Visionshelden. So, mein Held. Greif sein Monster an. Denkst du, das war alles? Ich aktiviere Maskenwechsel, um einen maskierten Helden zu rufen. Attacke! Eine Karte verdeckt und du bist dran. Jetzt schlage ich zurück. Ich aktiviere den Effekt meines Cores und darf aus dem Deck einen Cyberdrachen-Spezial beschwören. Ich beschwöre Cyber-Proto-Drache in Angriffsmodus. Ich aktiviere jetzt Kraftbündel. Ich rufe wieder einen Amoklaufdrachen. Durch ihn darf ich wieder deine verdeckte Karte zerstören. So, mein Drache. Attacke! Denkst du, ich lasse das ein zweites Mal zu? Ich aktiviere aufrichtig Neos. Ich setze eine Karte und du. Jetzt habe ich dich. Darklord. Attacke! Nicht nur du kannst dein Deck upgraden. Ich fange an. Ich beschwöre Cybertal. Und durch Maschinenduplizierung darf ich wieder zwei weitere aufs Spielfeld rufen. Ich beschwöre meine neue Karte, Galaxy Soldier. Jetzt darf ich durch Cybertal zwei neue Karten ziehen. Jetzt aktiviere ich wieder den Effekt meines Galaxy Soldier. Jetzt rufe ich meine mächtigen Cyberdrachen Nova. Durch seinen Effekt darf ich wieder einen Cyberdrachen aus dem Friedhof Spezial beschwören. Beschwöre Cyber Dragon Infinity. Und setze eine Karte. Du bist dran. Denkst du, dein neuer Drache kann mich auffallen? Ich suche mir erstmal Polymerisation und rufe mein Schicksalsheld Dystopia. Attacke! Aktiviere meine verdeckte Karte. Defusion. Mir egal, ich aktiviere Formwechsel. Du hast vergessen, dass mein Drache eine Karte annullieren kann. Ich beschwöre Cyberdrache 3 in Angriffsmodus. Ich nutze den Effekt von Nova und beschwöre einen Cyberdrachen von Frito. Los, meine Monster, Attacke! Du vergisst was. Das reicht nicht, um mich auf Null zu bringen. Echt, denkst du wirklich? Ich aktiviere den zweiten Effekt von Cyberdrachen Nova. Das reicht. Los, Cyberdrachen Nova, Attacke, beende es. Du hast einen starken Willen, doch du entkommst mir nicht. Ich sag doch, du entkommst mir nicht. Wo ist Schattenspieler? Sagen wir dir doch nicht. Dann habt ihr es so gewollt. Du weißt gar nicht, mit wem du dich anlegst. Duell! Dann finde ich ihn ebenso.